Entschuldigung, ich wollte gar nicht stören. Kann ich da rein? Sind Sie mit jemandem verwandt? Nein, wir dürfen ja nur Verwandte rein. Ja, genau. Ich kann Sie nicht reinlassen. Okay. Thomas? Bist du das? Seit wann bist du dann wieder hier? Seit einem Moment. Und musst dann wieder hin? Also zurück? Aber warst du dann in Afghanistan? Ja, ja. Aber danach ging es wieder nach Mali. Wow, das ist schon so lange her jetzt. 2 Jahre oder so. Wie lange bleibst du hier? Ich weiß noch gar nicht. Ich bin gerade erst angekommen. Ich habe mir so ein bisschen die Gegend angeschaut und... Aber die Leute hier sind so komisch. Naja, ich finde sie ganz normal eigentlich. Aber was passiert dann? Was passiert ist, die... Ach, keine Ahnung, vielleicht habe ich einfach die falschen Leute getroffen. Ist egal. Was ist los mit dir?
Was ist passiert? Ein Bekannter ist im Wald verschwunden. Ist irgendwas vor? Ich weiß es nicht. Die Rezeptionistin hat ihn gesehen, wie er in den Wald gerannt ist. Wir gehen ihn jetzt suchen. Da sind Wölfe im Wald, wissen Sie? Kommen Sie mit helfen. Ja, okay. Gibst du mir kurz die Sonnencreme? Ja. Ja, also ich glaube, er war schon vorher krank. Hatte auch so eine... Hi. Oh ja. Ja, er hatte auch so eine... Keine Ahnung, also beim Skifahren konnte er auch nicht... Oh ja. Hatte auch so, also... Keine Ahnung. Cute. Ja, ich meine, bei ihm war das auch so beim Skifahren oder so, dass er irgendwie, es ging alles nicht und ich glaube, also ich glaube eigentlich, es war Höhenangst. Klaustrophobie meinst du? Das hatte ich auch, als ich ein Kind war. Akrophobie heißt es. Nee, ich meine Klaustrophobie. Ich hatte, als ich so klein war, konnte ich irgendwie gar nicht mit geschlossenen Türen schlafen. Die Tür muss immer offen sein. Akrophobie heißt es, das stimmt, da hat sie recht. Akrophobie ist Höhenangst. Was du hattest, war Klaustrophobie. Ja, das meine ich doch. Und dann kannst du ja auch gar nicht so Bungee-Jumping oder so machen. Hattet ihr schon mal diese Erfahrung? Von Bungee-Jumping? Nee. Ich meine allgemein, wenn ihr so einen ganz heftigen, also bei so einem ganz heftigen Unfall und dann schmeckst du irgendwie diesen Schmerz, so als ob Schmerz einen Geschmack hätte. Meinst du, was man beim Zahnarzt erlebt? Nee, beim Zahnarzt ist es so ein Geschmack vom Zahnfleisch irgendwie, das Blut oder dieser eklige Geschmack, wenn du so Füllungen in den Mund bekommst. Ich meine auch einfach so bei Verletzungen allgemein, also egal bei was, auch wenn du von so einer Höhe runterfällst, dass du das merkst und irgendwie schmeckst. Meinst du, das ist der Geschmack vom Tod? El sabor de la muerte. Jetzt bei Bam & Jerry's. Ich habe voll Angst davor. Vor dem Tor selbst habe ich auch Angst. Ich glaube, alle haben Angst vor dem Tod. Das ist so eine Grundangst. Ich meine, wenn du stirbst, ist alles weg. Santo Dios. Aber wie würdest du es merken? Ja, weil diejenigen, die schon gestorben sind, natürlich nicht zurückkommen, um ihre Geschichte des Sterbens zu erzählen. Schade eigentlich. Entonces, ich sehe ja fehl. Ja. Ja, wenn es möglich wäre,
dann wäre es fair, aber bis jetzt ist es halt einfach nicht möglich. Als ob es da so eine Scham gäbe oder so ein Ranking für diejenigen, die im Bett sterben oder krank sterben und diejenigen, die im Krieg fallen. Did you know that if one woman dies, 50 soldiers are waiting for her in heaven? Ja, es gibt diesen Mythos, aber ich glaube, der ist genau andersrum. Yeah, it's for soldiers. No. No, no. Actually, it's for soldiers, I think. Not anymore. But this way is so much nicer. Right. I also had one uncle in the army. Oh, seriously? Wartest du schon lange? Ich weiß es nicht. Weißt du, ich wollte dir was zeigen. Thank you.
Hier. Dankeschön. Tschüss. Immer noch bestes Fortbewegungsmittel. Auch das einzige eigentlich, alle anderen machen, die nicht so richtig sind. Ja, aber Leute, Fahrräder? Das ist also. Wundert mich jetzt nicht, dass du Fahrräder sagst. Ja. Aber warte mal. Das, also, was ist mit Winter? So minus 6 Grad, dann fährst du von Mülheim nach Essen so eine Stunde Fahrrad? Oder? Also, so, dann musst du so um 5 Uhr morgens aufstehen, um 8 Uhr bei der Arbeit zu sein. Also so für dich sind das vielleicht keine Probleme, aber für andere Leute sind es schon irgendwie Probleme. Für dich ist das alles irgendwie gar kein Problem, aber ich würde sagen, für viele Menschen ist Auto einfach das einfachere und bessere Verkehrsmittel. Es geht doch gar nicht um mich. Nee, sage ich auch gar nicht. Alles gut. Dann ja, alles du sagst gut. Die ganze Zeit, du. Bei dir ist das so und so. Was soll das? Was ist dein scheiß Problem? Deine Situation ist vielleicht perfekt, Fahrrad zu fahren. Das geht doch gar nicht um meine Situation. Ja, aber sie meinte das auch. Ja. Sie kann selber reden. Sie ist eine erwachsene Frau. Oh, rede. Ja, rede. Ich will dann vielleicht mal ja, was zu tun. Ja, genau. Wir sollten das besser für uns behalten. Das tut mir leid. Geh ruhig hin und schau unter die Decke. Sie sollten wirklich unter die Decke schauen.